Hallo, in diesem Herbst entscheidet sich, ob die unsoziale Politik der letzten Jahre verschärft, unser Sozialstaat weiter abgebaut und die Umverteilung zugunsten der Reichen fortgesetzt wird. In diesem Herbst entscheidet sich aber auch, ob die Menschen das weiter schweigsam ertragen oder sich endlich laut und deutlich zu Wort melden. Wir, die Linke, wollen in diesem Herbst gemeinsam mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und sozialen Bewegungen den entschiedenen Protest und Widerstand der Menschen sichtbar machen. Bei den Protestaktivitäten bilden für uns die Themen Sozialabbau, Gesundheit, gegen Rente erst mit 67, Hartz IV und Mindestlohn die zentralen Aktionsschwerpunkte. Wir haben die besseren Alternativen, zum Beispiel statt Rentenkürzungen die Rücknahme der Rente ab 67 ohne Wenn und Aber und eine erwerbstätigen Versicherung, die vor Altersarmut schützt und den Lebensstandard sichert. Ich bitte Sie ganz dringend im eigenen Interesse, beteiligen Sie sich an den vielfältigen Protesten, zum Beispiel dem Europäischen Aktionstag gegen die europaweiten Sozialkürzungen am 29. September und den nachfolgenden Aktionen und Kundgebungen im ganzen Land. Bereiten wir der Bundesregierung einen heißen Herbst und stoppen wir gemeinsam die unsoziale Politik von Schwarz-Gelb. Vielen Dank.